So, herzlich willkommen zurück. Seit langer Zeit, naja, eigentlich nur eine Woche. Mal wieder ein bisschen mein Klon. Jetzt aber zum ersten Mal mit einer neuen Kamera. So, das sieht gut aus. So. Ach so, ich muss ja erst noch den Zimmer starten. Ha, da war ja was. Genau. So. Das war der Fünfer. Naruja Talking. Okay, wir stehen auf dem Dach und fallen gleich runter. Das ist nicht so gut. Wir wollten in eine Desertwüste. Wir brauchen Sandstein. Das war das, was ich mir letztens noch überlegterweise überlegt habe. Mal gucken. Da hinten war eine Wüste, aber das war keine Desertwüste, sondern eine normale. Schauen wir mal kurz vorbei. Wie spät? Es ist gerade mitten am Tag. Okay. Sollte passen. Sieht auf einmal so kahl aus, ne? Na. Schwimmen wir mal los. Genau, da haben wir Sand abgebaut. Ach, da war gar keine Wüste. Oh. Ja gut, das dann würde ich mal sagen, wir basteln uns mal ein Boot und schwimmen mal hier ein bisschen so am Ufer lang. Da hinten sehe ich zum Beispiel schon wieder Sand. Aber das ist auch wieder normaler Sand. Gut, komm, wir basteln uns mal ein Bötlein. Achso, geht der hier nicht. Wir brauchen eine Werkbank für. Ach, scheiße, warum ist die Sicht wieder so niedrig? Machen wir mal gute 300. Sieht gut aus. Schade. Ich dachte, nach diesem Püpsel kommt festes Land, aber da kommt wieder nur Wasser. Nur Wasser, soweit das Auge reicht, ist natürlich traumatisierend. Dampfer Kohle. Eine Kuh. Kommst du her? Sehr gut. Yay. Ja, das ist eine sehr große Wüste hier. Das ist ja phänomenal. Kann sein, dass das da diese Kieslandschaft ist, von der wir kamen ursprünglich. Wir sind doch damals durch so ein Kiesgebiet gelaufen, ne? Dann gehen wir mal da lang. Hier haben wir wenigstens eine schöne Landschaft oder so. Da ist auch Kies. Das ist unser Haus. Na gut, dann sehe ich auch erstmal bloß Bäume. Und hier haben wir einen Teich. Kommen wir aufs andere Ufer. Da hinten sieht es gut aus. Was das angeht. Ja. Aber so grün, wie die Landschaft hier aussieht, glaube ich kaum, dass wir hier allzu schnell auf eine Wüste kommen. Der Berg denn ist ganz schön hoch. Sehr nett. Wow, der wird einfach noch höher. Ja, nice.
Da ist auch schon wieder ein bisschen Sand, aber immer nur so kleine, so ganz kleinen Flächen, ja. Wirklich richtig wüst oder sowas gibt es hier keiner. So gar nicht. Ich stelle mal mittlerweile auch bei meinen Klon runter, also ja, sinkt im Wasser, ne? Das ist ja. Das war früher nicht so. Haben wir ein schwarzes Schaf oder ein weißes Schaf vielmehr. Manche ganzen normalen Bäume. Naja, normal. Die Frage ist, was ist normal? Da hinten haben wir auf meine Tannenbäume. Natürlich auch. Ja, ist zumindest schon mal wahrscheinlicher, dass wir da dann auf Sand treffen. Müssen wir mal hier nur gucken. Unser Haus müsste da so in die Richtung sein. Dass wir uns hier nicht zu sehr vereiern. Da so müsste unser Haus sein. Ja. Das heißt, guck mal, die Sonne, die geht nach. Die geht dafür auf jeden Fall gerade unter. Ansonsten geht sie nach links. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir, wenn wir zurücklaufen, so laufen das. Die Sonne nach rechts geht. Hier ist auch schon wieder eine Schlucht. Na gut, eine kleine. Ein Pferd. Lass mich durch. Lass mich durch. Wisst ihr, das kommt davon, wenn man Tiere nicht abschlachtet. Da stehen ja nur im Wege rum. Nur im Wege. Ich darf halt nicht vergessen, dass wir jetzt hier mit Tag-Nacht-Rhythmus spielen. Das heißt, wir können uns hier jetzt auch nicht allzu lange rumbewegen. Ich meine, wir haben Stahlschwert, ja, aber wir haben halt noch keinerlei Rüstung oder irgendwas. Ich meine, wir haben zum Glück ein Batzen Brot dabei. Das heißt, Energie wieder aufladen geht. Aber das müssten wir auch erstmal in den Bereich kommen, wo wir quasi ein bisschen Verschnaufpause haben. Und wenn es dunkel ist und dann gleich 20 Zombies kommen, dann sieht es eher schnell schlecht aus. So, hier sind wir jetzt im Tannengebiet. Kann man mal gucken, wenn wir da drüber über den Berg sind, ob wir da schon ein bisschen was, den Ort unserer Begierde sehen. Das wäre herzallerliebst. Ja, das Schnee, natürlich ist hier Schnee. Was denn sonst? Ein Lama. Seit wann ist ein Lama im Schneegebiet? Sonne ist schon ganz schön am Setten hier. Ich dachte ja früher mal, dass das Sunset Sonnenaufgang ist, ne? Aber nein. Sunset ist ja der Sonnenuntergang. Alles so weiß hier. Okay. Ja, aber weit und breit keine Wüste. Das ist natürlich prickelnd. Dann können wir ja quasi fast direkt wieder nach Hause laufen. Da sehe ich Pilze, oder? Ja, das ist Pilzbiom. Nee, ist Lava. Ah, das ist Lava. Die Lava fließt zu kommen. Da hinten haben wir hier Steppe. Steppe, nicht Steppe, hier. Nadelwald und so. Gedingsgedüns. Tja, Pilze könnten wir auch ein paar mitnehmen. Alter, wie die Lava da überall runterfließt, ey. Holy shit. Da hinten wird es wieder grün. Ah, Kacke. Gut, dann gehen wir erstmal Richtung Heimat. Gehen wir hier am Wasser lang und dann treffen wir hoffentlich entweder auf die Wüste oder auf unsere Heimat.
Eins von beiden. Und es wird dunkel. Scheiße, Mann. Dann. Wow. Eine einsame Insel. Ha. Wir gehen mal hier lang. So. Hoffentlich kommen wir dann übers Wasser. Ha. Tja, wie kommen wir am dümmsten an Sandstein ran? Also an hier, Desert Storm. Da bauen wir uns wirklich mal ein Boot und versuche einfach mal ein bisschen durchs Gewässer zu schwimmen. Und hoffen mal auf die Weise irgendwie ein bisschen so an Wüsten vorbeizukommen. Vor allem an die Wüste unserer Begierde. Ich hoffe übrigens jetzt, dass wir jetzt 1:1 auf unser Haus drauf zukommen. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher. Wir müssen aber eigentlich auf unser Haus drauf zulaufen. Also so in die Richtung zumindest. So, da hinten leuchtet was? Was leuchtet denn da? Schau mal, eine Mine oder sowas, ne? Tja, also noch sieht unser Haus nicht. Das ist natürlich deprimierend. Müssten wir jetzt nicht bei unserem Haus sein? Also zumindest das Haus sehen, anweise tun. Das dachte ich zumindest. Holy shit. Ich sag mir nicht, dass wir uns verlaufen haben. Das wäre suboptimal. Ich sehe hier aber auch nichts, so viel leuchten, ne? Halleluja, na gut. Wir dürfen auf jeden Fall nicht allzu weit vom Haus entfernt sein. Das heißt, wenn wir hier irgendwo einen hohen Ausblick haben, da hinten zum Beispiel die Berge da, dann müssten wir unser Haus eigentlich sehen können. Oder da oben. Ich versuche mal da oben raufzukommen. Haben wir eine Fackel dabei? Natürlich haben wir keine Fackel dabei. Ist irgendwo Kohle? Ich sehe einen Scheiß. Holy moly. Ja. Aha, fängt ja gut an, ne? Direkt verlaufen. Ist der Erde da oben, da unten? Da gibt es Kohle. Ganz schwach kann man es erkennen. Komm her. Komm her. Yay. So. Dann einmal so, einmal so, einmal so, einmal so. Und wir haben eine Form, schöne Fackel. So, mit dieser Form schönen Fackel gehen wir jetzt mal auf den Berg rauf und gucken mal, ob wir irgendwo unser Haus sehen. Da hat es der kleine Lichtblick, von da kamen wir. Jetzt versuchen wir mal hier aufzukommen. Das fängt ja schon mal gut an. Und wo ist der nächste Creeper? So. Okay, die sind jetzt relativ hoch. Leider sieht unsere Hütte trotzdem nicht. The fuck? Ah, guck mal, da hinten. Da ist er. Okay. Das heißt, wir wissen, wo wir lang müssen. Oh oh. Hab's überlebt.
So. Da müssen wir lang. Ich mache mal die Sichtweite ein bisschen weiter runter hier. Bei OBS ändert sich gar nichts. Laut OBS habe ich trotzdem nur 40 Bilder pro Sekunde. Nein. OBS muss keiner verstehen. Nicht wirklich. So, hier haben wir. Ist auch normaler Sand, ne? Völlig öder, normaler Sand. Dort ist die Zentiprimierend. Wir hoffen mal so eine kleine Sandfläche mit normalem Sand, aber halt keine richtige Wüste, geschweige denn eine mit der Sandstone. Also der Sand erstmal und der Sandstone ist dann ja logischerweise auch mit von der Partie. Also, das ist. Yay! Unser Haus. Das heißt, wir bauen uns denn ein Boot. Dann packen wir uns mal ein paar Fackeln ein. Und dann schwimmen wir mal mit dem Boot in die Richtung. Also quasi komplett aufs Meer hinaus. In der Hoffnung, dass wir von dieser ganzen grünen Oase hier wegkommen. Und mal ein bisschen ins trockenere Gebiet kommen. Das ist eine Kuh. Was ist mit der los? Gleich gar nichts mehr. Dankeschön. So. Wir brauchen ein Boot. Das heißt, haben wir Holz? Wir haben ganz viel Holz. So. Danke, danke, danke. Ah, nee. So. Perfekt. Dann packen wir uns mal hin. Und, sobald es wieder hell ist, also sollte ich wieder aufstehen, brechen wir auf. Dass man diesen Desert Stone halt immer so suchen muss, ne? Egal ob bei Minetest oder bei Minecraft. Bei Minetest oder bei meinen Klonen, so. Irgendwie ist Desert Stone immer Mangelware. So, schauen wir mal. Wir schwimmen den ganzen Tag. Wir können natürlich auch hier Clay benutzen irgendwann und dann Ziegel backen, aber ganz ehrlich, ich finde halt Ziegel passt von der Textur her nicht ganz so gut. Weil es halt durch diese extrem weißen, also diese extrem, ja doch, weißen Linien. Oh, guckt mal, das Hütchen. Ja, es ist halt einfach zu extrem von der Textur her. Kann ich mich irgendwie immer nicht mit anfreunden. So, bis dahin sind wir letztens gelaufen und dann sind wir da rechts an dem Berg dran vorbei gedingsterbumstert. Bei dem Gebiet hier waren wir noch nie und wir haben direkt was Neues gefunden. Alter, also das mit den Booten, ja, das funktioniert jetzt mittlerweile so gut, ist ja schon erschreckend. Kann ich auch aussteigen? Ja, kann ich. Wie kommen wir hier rauf? Gar nicht. Ja, gut. Also viel zu holen gibt es ja nicht gerade, ne? Kann man mit dem Ding auch was anfangen? Ich nehme es mal mit. Kann nicht schaden. Hätte man eine Axt mitnehmen sollen, ne? Aber wir waren ja eigentlich, also wir sind ja nicht zum Holzfällen unterwegs, von daher. Einzige, was er mal hätte mitnehmen können, ist eine Werkbank. Dass wir im Falle eines Falles. Was? Okay, wenn du das sagst. Guck mal, da unten, da oben sind Riesen-Mammutbäume. Also Riesen-Dschungelbäume. Das Gebiet da hinten gefällt mir. Das sieht vielversprechend aus. Und hier ist Kakao. Das sieht auch vielversprechend aus. Wie kann man denn absteigen? Ah, okay. Mit der Schleichtaste.
Kaffee. Ah, eine Mine. Ach so, hier. Da hatte gerade schon Wasserpunkt Excel has stopped working, aber durch die Ranken, die blockieren das Wasser. Tja. Hübsch, hübsch. Kann ich mir ein bisschen Eisen abbauen? Nice, nice. Wir dürfen am besten nicht zu viel von der Spitzhacke verschwenden, weil wir wollen damit ja eigentlich Sandstein abbauen, ne? Deswegen gucke ich mich schon noch mal ganz kurz um, ob hier irgendwas Sinnvolles, irgendwas gibt. Okay. Und ja. Also sowas wie Eisen halt, ne? Was ist das hier? Oh, hier ist ein Dungeon. Da kommen wir nicht weiter. Ich habe hier noch eine Kiste dazu gesehen. Da zum Beispiel. Ein Schäfchen. Oh, jetzt kommt das Wasser durch. Na egal. Können wir später rausschwimmen. Easy. Überall ist hier Wasser. Okay. Wenn du das sagst. Damit haben wir die Mine hier genug erforscht. Wir gehen mal wieder raus und gehen mal wieder unser Boot suchen. Wo auch immer das ist. Da. Und dann gehen wir mal da hinten hin. Da sieht es interessant aus. Ja. Dankeschön. Und let's go. Volle Fahrt voraus. Oh, jetzt gerade hat es ein bisschen gestockert, das Boot. Ah, schon wieder. Ah, schon wieder. Ah, schon wieder. It's getting worse and worse. Komm her, aus. Wie geht das? Okay, wie kann ich das Boot aufnehmen? Nani? Was passiert hier gerade? Okay, dann lassen wir das Boot einfach hier stehen. Das mit dem ins Inventar aufnehmen funktioniert scheinbar nicht mehr. Keine Ahnung, ob es ein Feature oder ein Bug ist, aber sehr gelegen kommt es mir auf jeden Fall nicht. So. Gut, okay, hier ist tatsächlich nur ein kleiner Hügel. Wir schwimmen mal außen drum herum. Allzu viel rumlaufen bringt nichts, da wir unser Boot leider nicht mitnehmen können. Warum auch immer. Scheiß Boot. So. Ah, guck mal. Aber es ist normaler Rand.
hier kommen wir nicht weiter. Lenk doch mal. Ah. Holy shit. Links, rechts, wo ist oben, wo ist unten? Das auch ein bisschen Wüste. Hilfe. Let's go. Ah, guck mal, das ist Wüste. Leider nur normale Wüste, aber vielleicht haben wir Glück. Und diese mündet in einer anderen Wüste. Oh, guck mal, da oben. Ah, da schauen wir doch gleich mal direkt vorbei. Na, jetzt, geht. So, okay. Die Bootsteuerung ist komisch. Und ich weiß nicht, ob das so normal ist, dass man die Boote nicht mehr mitnehmen kann. Das weiß nicht irgendwie. Ich hoffe, es ist kein Feature, sondern nur ein Bug, der irgendwann mal behoben wird. Weil, dass man die Boote nicht mehr mitnehmen kann. Was war das gerade? Ich meine, klar, im Echten, ne, man kann so ein Boot schlecht mal schnell in die Tasche packen. Aber andererseits, so viel wie man hier in die Tasche packen kann, ist das wahrscheinlich das Realistischste von allem. So, was gibt's denn hier so alles? Wir könnten heute diverse von solchen Dingern mitnehmen. Später, wenn wir so ein Enchantment-Ding da basteln wollen, brauchen wir halt diverse Bücherregale. Wir nehmen die einfach mal mit. Was bekommen wir? Wir bekommen gar nichts. Hä? Warte mal kurz, hier so. Ach, man bekommt Bücher. Oh, ja gut. Ja gut, das ist aber kein Problem, weil um aus Bücherregale zu machen, braucht man bloß Holz und davon haben wir mehr als genug. Also, aber interessant. Warum? Naja. So, was wir jetzt zuallererst mal suchen, ist der Schmied. Zu gucken, weil der hat ja immer so eine schöne Kisten, was war das gerade, wo allerlei nützliche Sachen drin sind. Da ist der Schmied. Da ist der nächste, oder? Ist das überhaupt ein? Nee, das ist gar kein Schmied. Was auch immer du bist, keine Ahnung. Aber das hier ist ein Schmied. So, was hast du denn? Oh, ein bisschen Eisen. Oh, die haben. Uiuiuiuiui. Das ist ja geil. Aha. Jo, leg's mal. Aber hart. Wow. Okay. Die Geräusche von der Rüstung sind auch neu. Gut zu wissen. Ey, wir haben Rüstung. Yay. So. Gibt's hier noch einen Schmied oder war das der einzige hier? Ah, ich glaube fast, das war der einzige. Manchmal hat man das Glück und man hat hier zwei Schmiede. Aber so viel Glück haben wir wohl scheinbar nicht. Dafür haben wir hier offenbar Menschen mit den Mankicken. Hä? Bin ich jetzt? Okay. Mit dem kann ich scheinbar nicht handeln. Ach, mit dir kann ich handeln. Wow. 22 Kohle. Oh, okay. Na gut, ich glaube, ich mache nochmal die Ernte hier. Ihr braucht sie ja bestimmt eh nicht, ne? Gut, dann gehen wir mal wieder zurück zu unserem kleinen Bötlein, beziehungsweise gehen wir gleich fertig zur Wüste. Schön, ne? Da hinten ist auch wieder Dschungel. Und hier ist die Wüste. Da unten müsste unser Boot liegen. Ich hoffe, es bleibt da auch. Jutschen, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge gucken wir denn hier. Da ist die Wüste ja schon wieder vorbei.
Okay, dann ja. Gucken wir mal in der nächsten Folge mit dem Boot weiterfahren, der Weise weiter. Was? Ja, irgendwie so.